Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben natürlich wieder ein 30-Tage-Event-Video. Hey! Nach sehr langer Zeit. Und ihr seht, es hat sich ordentlich was getan. Also, nur von außen. Ihr seht, das, ja, die Wand ist fertig. Hier hängt ein schönes Rüstlogo. Nice. Hier rechts haben wir ein riesiges Weizenfeld. Kann ich mal kurz zeigen. Ja. Wie ihr seht, das ist etwas sehr groß. Ja, da drüben baut ja Albert, glaube ich, sein Turm. Ich glaube, Albert. Und ja. Genau, wir haben übrigens eine Kooperation mit Team Finanzamt abgeschlossen. R steht für Red Industries und F für Finanzamt, deswegen RF und zusammen Red Finance. Letztlich zusammen, ja. Genau, wenn man hier reinkommt, hat sich nicht wirklich was verändert. Außer, dass die mal wieder ein Creeper in den halben Gang gesprengt hat und ich immer noch kein lila Glas hingemacht habe. Oh je. Ja, hier fehlt übrigens neuerdings ein Kopf, ein Knopf, lol. Das heißt, wir können ja nicht mehr rein, man kann nur raus, auch geil. Oh, mein Keyshot habe ich da... ja, Pat-Pat-Situation, Leute, ne? Wir müssen da rein, um die Keyshot zu holen. Um mit der Keyshot hier reinzukommen. Hat jemand gesehen. Ja, die Keyshots sind jetzt nicht mehr im Ofen, sondern die sind jetzt im Kühlschrank übrigens. Wir haben noch ein Stück, okay. Ja, hier sind noch ein paar Hundis. Erik, Carlo, keine Ahnung, und noch irgendjemand. Ja, wenn wir jetzt mal ins Lager gehen, würde ich was auffallen. Und zwar ist ja alles weg. Könnt ihr mal raten, was passiert ist. Falls ihr jetzt gedacht habe, dass wir gegrillt wurden, lag die falsch. Ich habe das Lager ein wenig umgewälzt. Das kann man noch, können wir noch einlagern hier. Hier rein habe ich gedacht, baue ich einen kleinen Bowlingraum. Und zwar, also funktionierend, versteht sie natürlich. Wir werden dann hier so eine kleine Eisfläche haben. Hinten stehen die Pins mit den Pistons und alles. Und dann kann man hier Items hinwerfen. Je nachdem, wo man trifft, geht der Pin dann runter. Das wird noch ganz cool, Leute. Glaubt mir. Ja. Weil ich muss nach einer Zeit endlich mal die Falltüren hier abbauen. Ja. Genau. Dann geht's hier weiter. Hier ist noch unser schönes Weizenfeld. Sogar jetzt mit Kakteen. Haben wir hier Raum für die Concrete Farm. Ich weiß, da hinten ist noch ein bisschen leer, da könnte noch ein bisschen was anderes hinkommen. Ich weiß aber nicht was. Genau, wo hier komplett platziert wird und alles. Ja. Zweiter Stock, Küche, Mensa. Keine Ahnung, vielleicht bauen wir eine Küche oder auch nicht. Ich hätte gedacht, dass ich dann hier den Verzauberungsraum hinmache, aber habe ich dann anders entschieden. Der ist nämlich jetzt mit da, wo ich euch gleich was zeigen werde. Ja, wenn ihr Ideen habt für die Stellen hier, für die leeren Stellen, was man hier reinbauen könnte. Gerne in die Kommentare damit. Wer stellt hier mal Dirtblöcke hin, Alter? Am zweiten Stock. Dachten die, es fällt mir nicht auf? Oh, hallo. Ein Skelett mit... einer Lederrüstung. Ja, gut, ne? Sich nicht drüber streiten. Hier oben, keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde hier irgendwann Büros reinbauen, wenn ich das überhaupt noch dieses Projekt mache. Aber gut, gehen wir mal weiter. Ja. Genau. Hier unten kein Keller, kein Zutritt, ne? Kennt man ja. Wir haben da ja hier unser Portal, was nicht mehr aktiv ist. Ja. Genau. Wunderschön, ne? Jetzt können wir nicht mehr in Nether. Ja, und hier ist auch nichts. Hier ist nur eine Wand und hier ist unser Chicken Parameter. Ja. Ist schön, die Wand, ne? Finde ich auch. Und jetzt fragt ihr euch, was hat sich denn hier getan? Außer die Wand da oben. Ja. Die Wand hier, die beherbergt ein Geheimnis. Das ist nämlich nicht nur eine Wand, Leute. Nein. Die ist. Oh, ja, übrigens, ich habe einen Pumpkin auf. Es ist keine Wand, Leute. Das ist eine versteckte Tür. Guck mal. Oh, wer wäre denn da drauf gekommen?
Und wenn man da runter guckt, seht ihr einen sehr tiefen Gang. Könnt ihr mal raten, was sich da unten befindet? Wer weiß es? Wir hatten ja im ersten Video darüber abgestimmt. Ich weiß nicht, oder habe ich das im zweiten Video schon erwähnt? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Wenn ich es nicht erwähnt habe, oder wenn ich es erwähnt habe, dann wisst es. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, oder den zweiten Teil nicht geschaut habt, dann wisst es nicht. Ich sage so viel, es ist der Energiekern. Oh mein Gott! Ja, nicht ganz so wie im Bild, aber ich habe es andersweise versucht ungefähr. Ja, man kommt hier schon rein. Da ist jetzt schön einen runden Raum. Sehr hell erleuchtet auch, finde ich. Da haben wir einen ersten Beacon, der seine Energie abgibt. Und hier war eigentlich mal ein zweiter, der aber wieder mitgenommen wurde. Der hat uns Schnelligkeit gegeben. Unser schöner Schnelligkeitsbeacon. Naja, was soll's. Zumindest haben wir noch einen. Genau, wenn man hier runter guckt, soll das so eine Art Fluss andeuten. So lila Brühe, sagen wir mal. In der Mitte ist der Energiekern. Ne? Dunkle Antimaterie für Red Industries, ne? Ist ja bekannt bei uns. Antimateriekerne. Oder Dark Matter Cores auf Englisch. Hier drüben gehen wir gleich rein. ja, und ihr seht, wir haben jetzt hier Haste und dann unser Beacon. Soll ich den Beacon auch noch lila machen? Dann schreibt es in die Kommentare. Können wir einfach mit Glasscheiben hier hochbauen oder so. Ja. Genau. Hier drin befindet sich jetzt unser neues Lager. Hey, guck mal. Sieht doch viel geiler aus, oder? Kommt. Also ich finde es schön. Hat mir auch ein bisschen Zeit gekostet, den Raum. Ich musste ihn sogar nochmal bauen, weil nämlich durch einen Serverfehler einmal alles zergrieft wurde. Hier ein paar Bilder davon. Armor Red Industries. Naja, gut. Ja, da haben wir hier. Dieser Bereich ist alles Blöcke. Das heißt, was sind Steine, Blätter, Liebe, Bolle, Holz. Und was der Geier alles. Und hier rechts haben wir dann so Rohstoffe, Enderperlen, also sowas wie Farbstoffe und hier Bambus, Farming-Sachen, aller Sachen einfach. Rohstoffe. Jetzt seht ihr, wir sind nicht sehr reich irgendwie. Weil immer wenn ich was hole, ist es ungefähr am nächsten Tag wieder weg. Essen sah auch mal besser aus. Mob-Drop und alles. Redstone-Kiste, wo ich auch noch was mitmachen werde. Müllkiste und Glückkiste. Ich will das auch mal reinpacken hier. Außer die Pfeile, die kommen wieder zum Mob-Drop. Jo. Ja, ein paar Öfen, Crafting Tables, Upgrade Tables. Alles ein bisschen symmetrisch gehalten hier. Ja. Hier geht man dann durch so einen richtig schönen Lavagang. Oder so einen kleinen Lavatunnel. Das war echt aufwendig. Ich bin hier sogar mal gestorben. Nur weil ich die Lava platziert habe. Und dadurch habe ich auch meine Dütre verloren. Ja. War sehr hart. Naja. Hier drin ist dann jetzt unser Charming-Raum. Ja, so ein bisschen. Habe ich so mich im Nether ein bisschen gehalten, weil ich fand, dieses Holz hier, das sieht echt mega geil aus. Und dann gehen wir jetzt hier in diesen merkwürdigen Gang rein. Ja. Dieser Gang hier, der führt eigentlich nur zu unserem neuen Nether-Portal. Ich habe es versucht, so ein bisschen mystisch wirken zu lassen. So, als wenn das hier alles aus dem Portal kommt. Hello there. Ja, also es breitet sich hier so gesehen aus. Ich bin noch nicht ganz fertig, wie ihr seht. Die Decke fehlt noch. Hier diese Kabinen hier, die Treppenhäuser, die müssen noch ein bisschen gebaut werden. Allgemein muss hier noch ein bisschen beleuchtet werden und so. Aber ja. Wer klaut hier immer die Treppe? Ich frage einfach nicht. Nun gut. Ihr seht, es ist nicht viel, aber auch nicht wenig, sagen wir mal so. Ne? Hello there. Ja, wenn wir hier rauskommen, kommen wir noch im alten Portal raus. Oben rechts geht es wieder noch zu dem Finanzamt. Und hier hinten geht es zum Spawn. Und ich kann euch mal kurz eine Neuerung am Spawn zeigen. Denn da ist ziemlich gerade fleißig am Bauen. Und das können wir uns mal ganz kurz anschauen, was er da fabriziert. Ja, Simi ist hier nämlich irgendwas am Bauen. Und der hat da drin auch so eine kleine Villager-Handelsstation, nenne ich es mal. Ist es sogar, glaube ich. Na komm, lass das Hühnchen auf. Dankeschön.
Ja, hier war der Spawn, also der normale Beginn alles. Und hier drin haben wir dann diese Handelsstation, wo anscheinend schon einer ausgebüxt ist, zwei ausgebüxt sind. Fire Aspect, Feather Falling und Silk Touch. Guck mal, 17 und ein Buch. Ja, warte mal, habe ich zufälligerweise 17 und ein Buch? Ein Buch glaube ich nicht, oder? Wir können mal ganz kurz schauen in der Ender Chest. Ich habe nur 8. Schade. Schade, schade. Okay. So ist das. So ist das. Oh mein Gott, Alter, als wenn ich das überlebt habe. Das was very close. War mal ein Plan, dass hinter dieser Wand hier eine Eisenfarm hinkommt. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt noch umgesetzt wird. Ich bräuchte also auch noch Ideen für diese Wand hier. Könnt ihr auch mal was in die Kommentare schreiben, was wir dahinter packen. Wir haben jetzt ein neues Lager, wir haben ein Portal. Was kann man denn da hin machen? Ich weiß es einfach nicht. Wer ist ein kleines Rätsel für euch? Welches Lied ist das? Ich spiel's euch nochmal ab. Wenn ihr es erkannt habt, schreibt es in die Kommentare. Ha, da dürft ihr diesmal richtig viel in die Kommentare schreiben. Ist das nicht schön? Vor allem, weil sonst niemand kommentiert. Ist kein Trick oder so, um euch endlich mal in die Kommentare schreiben zu lassen. Nein, nein. Das dürft ihr natürlich freiwillig machen. Aber wäre schön, wenn ihr es trotzdem macht. Ja, das Logo leuchtet nachts auch. Also irgendwie, wenn man die Nacht braucht, dann kommt sie nicht. Und ansonsten ist sie immer stundenlang. Wisst ihr? Naja. Okay, genau. Hier vorne will ich noch so einen kleinen Mini-Park machen. So mit ein paar Bäumchen, einer schönen großen Wiese, einen kleinen Mini-Teich. Das Forward Industries auf jeden Fall auch noch schön aussieht. Weil so ist es, wie gesagt, nur ein Klotz. Das heißt, Fassade muss auch noch ein bisschen gemacht werden. Wird da oben ein bisschen abgerundet. Wer weiß. Dann mache ich da noch Kuppel drauf. Ja, eine Kuppel wäre sehr dumm. Muss einfach irgendein Muster an die Wand malen. Und schon sieht das besser aus. Also besser als ein Klotz. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon für dieses Video. Und wir sehen uns wahrscheinlich wieder, wenn es der 24. ist. Beziehungsweise, da werde ich wahrscheinlich, können wir da Weihnachten feiern. Am 23. könnten wir uns wieder sehen. Wenn ihr das Video heute noch seht, wenn ich es auch schaffe hochzuladen, bin ich so gegen 19 Uhr live auf Twitch vielleicht. Vielleicht. Ne? Betonung liegt auf vielleicht. Genau. Kann ich euch mal nur raten, vorbeizuschauen, wir spielen ja Inscription. Ein sehr schönes, kleines Kartenhorror-Game. Wir haben gestern im Stream Akt 1 durchgespielt. Es war sehr hart. Also, wer da reinschauen möchte, kommt gerne vorbei. _wettgamer12 auf Twitch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao. Euer Wettgamer. Last Christmas, I gave you my heart.